Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei GamesPlanet vorbei. So, sorry Leute, ihr kennt das ja, wenn Eltern immer anrufen. Ja. Genau aus diesem Grund muss ich nämlich jetzt eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! Warum zur Hölle? Ein Verstorbener muss auch transportiert werden. Ihr Spackos, ihr sollt die Typen nicht umbringen. Das vergesse ich beim nächsten Mal wieder. Warte, das muss ich hier. So. Bitteschön. Yay! Wo ich die jetzt abtransportiert? Sehr schön. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Wir befinden uns hier am Straßenbahndepot und zwar hat das einen Grund. Ich habe ganz, ganz viele neue Trams runtergeladen, die jetzt hier fahren sollen. Und deswegen gehe ich jetzt hier in das Budget-Control-Dingens und schiebe den Regler für Straßenbahnen einmal komplett nach unten, wodurch die meisten Straßenbahnen verschwinden werden. Über eine sehr kurze Zeit jetzt. 82 Straßenbahnen, Alter. Das sind schon viele. So, gucken wir jetzt mal gerade. Jetzt müssten die meisten eigentlich reinfahren und verschwinden. Das dauert jetzt ein klein bisschen. Bin ich mal gespannt. So, die Zahl geht nämlich jetzt schon nach unten. Ey. Keine Sorge, das werden gleich wieder mehr. Ich drehe das gleich wieder hoch, nur ich möchte halt, dass neue Fahrzeuge spawnen. Und dann gucken wir uns die nämlich ein bisschen was an, wenn die hier durch die Gegend fahren. Ich habe auch ein bisschen was meine Aufnahme verändert. Ich habe wieder mal alles umgeschaltet und so. Der Tilt-Shift-Effekt ist jetzt an, wie ihr sehen könnt. Im Hintergrund ist alles ein bisschen verschwommen, was das alles so ein bisschen modellmäßig aussehen lässt. Was, ich finde das eigentlich ziemlich witzig. Boah, jetzt kommen hier alle und fahren rein, ey. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. 70 haben wir jetzt schon. Okay, das heißt, wir drehen das jetzt mal wieder hoch. So. Volle Kanne nach oben gedreht. Und da kommen nämlich schon die ersten rausgefahren. Es geht immer relativ flott. Das hier ist jetzt noch die normale. Und dort haben wir bereits eine der großen Straßenbahnen. Guckt euch das Vieh mal an. Warte, ich, um das jetzt zu zeigen, mache ich jetzt mal gerade hier das ein bisschen was niedriger. Dann kann man es besser erkennen. Ich müsste auch, ja. Sehr gut. So, das ist hier der First-Person-Mod. So, und wie man hier sieht, das hier ist eine dieser Straßenbahnen. Extrem lang, müssten aber auch dementsprechend viele Leute reinpassen. Ich klicke mal gerade drauf. Upsala, jetzt habe ich mich hier total verschoben. Gucken wir mal, was viele reinpassen. 180 Leute, das ist doch wirklich mal gut. So, was haben wir hier? Das hier ist auch eine der neuen. Mit 240 Leuten. Ich habe das nicht so eingestellt, die habe ich einfach nur runtergeladen. Sieht folgendermaßen aus. So. Ist die nicht schön? Wahrscheinlich kennt irgendjemand die. Alter, ist das detailgetreu, ey. Das Spiel ist echt manchmal ein bisschen übertrieben. Weißt du, dass da sogar die 5 oben drin steht? Okay, weiter geht's. So, hier haben wir die gleiche wie, glaube ich, gerade eben nochmal, nur in einer sehr kurzen Version. Für die gelbe Linie. Dann haben wir hier eine weitere neue. In grün, in stylisch grün. Ah, mit mehreren Typen macht das direkt mehr Bock. Ah ja, genau, hier haben wir die Chirpy-Bahn. Die hatten wir schon vorher. Ah, hier kommt die futuristische. Guckt euch das mal an. Das hier ist die futuristische Straßenbahn. Alstrom. Sieht die nicht cool aus mit diesen Rundscheiben? Ich finde das verdammt cool. So, dann haben wir hier die eine nochmal. Die habe ich, glaube ich, schon gesehen, ja. Spulen wir mal ein bisschen vor. Hier kommt die aus Wien. Das ist die, die in Wien fährt. So sieht die aus. Das ist, glaube ich, die lange Version. Davon habe ich auch noch eine kurze. Wie viel passen denn da rein? 150. Ja, okay. Meine Güte, ist ja auch egal. Ist ja nicht wie in Cities Skylines hier, wo es wirklich kümmert. Cities in Motion, wo es wirklich kümmert, wie viele Leute reinpassen. Da haben wir noch eine. Sind auch cool. Wiener Lokalbahn. Aha, die fährt auch in Wien. Da kommt die kurze Wiener Straßenbahn. Hallo? Achso, ja, die hängen jetzt alle an der Haltestelle da hinten. Hier ist die kurze Wiener Bahn. Hier ist so eine altmodische. Fand ich auch sehr witzig. Wie viele passen denn da rein? 30. Ja, okay. Ist halt eine Retrobahn. Ah ja, genau, jetzt kommt das richtig coole. Das hier ist auch eine Straßenbahn. Ist das nicht witzig? Das hier ist ein Trolleybus. Oder sind zwei Trolleybusse.
Die kann man sich so runterladen. Da passen relativ viele Leute rein. Und ja, die fahren hier an der Stromleitung. Deswegen gelten die als Straßenbahn. Ich fand die Idee so witzig, dass ich es direkt mal runtergeladen habe. Wie man hier sieht, die fahren hier. Hier ist ja auch Straße, das heißt, es ist ja nicht unrealistisch. Sondern es ist tatsächlich einigermaßen realistisch, dass sie die hier drüber fahren können. Und ja, ich fand das sehr, sehr cool, dass das so funktioniert. Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir eher so eine langweilige, okay. Ganz schön was los. Da haben wir nochmal eine futuristische. Wie viele Straßenbahn haben wir eigentlich? 99. Ach du Scheiße. Okay. Na gut, die ganzen Straßenbahnen werden aber ja auch gebraucht. Ist ja nicht so, dass die hier nur so rumstehen. Ja, das ist schon ganz cool. Ich glaube, damit haben wir eigentlich so ziemlich alle durch. Hier spawnen ja immer noch welche. 100. Ach du Scheiße. Okay. Und ich kriege die Leute hier immer noch nicht alle weg. Wo wollen die denn alle hin? Die wollen so ziemlich mit allem fahren. Tja. Okay. Genau, alle rein hier. Komm, Junge, verpiss dich. Alter, hört doch mal auf, hier so lange rumzustehen. Bombardier Flexi Classics. Cool. So, geht damit. Natürlich gehen hier bei denen jetzt leider nicht die Türen auf und so. Das ist leider nicht möglich. Das nehme ich denen aber überhaupt nicht böse. Alter, sind die Straßenbahnen lang, ey. Vor allem, Alter, ist hier was los. Und selbst bei denen geht die Tür nicht auf, deswegen. Meh. Auch egal. Das ist, glaube ich, eine Berliner, oder? Flexi Berlin, Tatsache. Oder wie heißen die? Flexity. 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 Okay, der spawnt immer noch, oder was? 90 sind es mittlerweile nur noch, okay. Ja, das macht es einfach farbenfroher, finde ich, wenn man nur, nicht nur diese generischen hier hat, sondern auch so, welche die andere Leute gebaut haben. Und ja, ich finde das toll. Wisst ihr, was ich hier, glaube ich, mal mache? Warte mal, ich trick's hier mal gerade ein bisschen. Trickkiste. Moment. Straßenbahn. Aber diesen hier. So, bauen wir den nämlich hier raus. Okay, und damit wird das andere dann nämlich wieder zur normalen Straße. Dieses hier. Das heißt, die müssen sich jetzt erstmal alle. Müssen jetzt alle geradeaus fahren. Dann stören die sich nicht so ganz. Priority Signs. Vorfahrt achten. Vorfahrt. Die haben die beiden hier. Sehr schön. Dann hätten wir das auch geklärt. Stehen die immer noch die ganze Straße zu. Anstatt vor der Straße stehen zu bleiben. Na gut. Alter, ist hier was los, ey. Wir machen das, glaube ich, mal ganz anders. Ich tue das Straßenbahndepot mal nach da. So. Dann machen wir das nämlich folgendermaßen, dass wir uns jetzt hier let me have a thought. Wir nehmen uns eine normale Straße. ich habe übrigens noch ein bisschen Schnupfen, deswegen ich entschuldige mich dafür. Aber da kann ich leider am wenigsten für. Das ist mein Körper, der das macht. So, dann kommt nämlich das Straßenbahndepot nämlich jetzt so hier dran. Und die Straßenbahn bekommt hier den Übergang und dann können wir nämlich das hier wegreißen und das wird wahrscheinlich nicht gehen, ne? Oder kann ich von da Tatsache rausbauen? Nein. Kann ich, wenn ich No-Clip anmache? No-Zoning, Force-Zoning, No-Zoning, No-Collision. Ne. Ah, okay, gut. Er macht es nicht so, wie ich das will. Aber egal. Default. Bla 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 bla. Und dann machen wir einfach das hier. Und das hier zur Dingens.
So, und damit können sie nämlich jetzt hier... Ah, verpiss dich. So fahren, wie sie es brauchen. Was ist das denn? Weg. Weg. Okay. So, ihr könnt euch auch mal verpissen. Ich lösche die hier mal gerade raus, sonst wird das ja nie was. Das war übrigens die... Ah, jetzt habe ich sie weggemacht. Das war die Chippy-Tram, die wir gerade eben schon mal gesehen haben. Nur in der Dreier-Version. Ich gucke mal, ob ich sie nochmal irgendwo finde. Bestimmt, aber die gibt es auch tatsächlich in der Dreier-Version. Ich zeige das jetzt gleich. Ein flotter Dreier. Was? Kein Strom? Kann mich verarschen. Okay. Auch die ganzen Reinigungswagen, die jetzt hier wieder langfahren, da muss ich mir noch was ausdenken, dass die darum fahren. Die kommen hier nicht so einfach auf die Autobahn drauf, deswegen... Ja, die nehmen alle hier die Straße. So, Chippy Tram. Gucken wir mal, vielleicht haben wir sie irgendwo. Was haben wir denn hier? Ah ja, das ist einer von diesen Bussen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Sieht eigentlich ganz cool aus. Hier, bla 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 bla, ganz viele Fahrzeuge. Bist du das? Nein, Badnerbahn. Ach, Fang, das ist im Steam Workshop so einfach. Man klickt einfach auf Abonnieren und zack hat man das Objekt im Spiel. Das ist einfach nur wundertoll. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Okay, komm schon. Ich beschleunige das Ganze nochmal ein wenig. Eigentlich müsste ich ja hier so einen richtigen Straßenbahn... Oh, weißt du was? Weißt du was? Oh, soll ich das machen? Warte mal, ich speichere mal gerade. Ich habe eine Idee. Oh, oh. Okay, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Ort ist bereits belegt. Willst du mich verarschen? So. Jetzt machen wir das nämlich. So. Verdammt. Okay, warte. Okay, und zwar folgendermaßen. Diese Straßenbahn hält jetzt hier und hier. Diese Straßenbahn hält jetzt hier. Hat ja nur eine. Das heißt, die kann hier halten. Und diese Straßenbahn hält hier oben. Und dafür... Ah, lass mal die da trotzdem halten. Ja, genau. Dann ist die hier nämlich erstmal komplett leer und dann können wir das umbauen. So, passt nämlich auf. Dann kommt diese Haltestelle, diese U-Bahn-Haltestelle, kommt dann nämlich nach... Gib mir mal ein Stück Straße. Überlege gerade, wo machen wir die denn am besten hin? Wenn ich hier einfach mal ein Stück Straße hinmache, so. Und wir sagen jetzt, gib mir mal einen Weg... Das ist ja jetzt wieder verschoben worden. Das ist jetzt hier. Und wir machen den so. Ah, verdammt. No Collision. No Collision ist übrigens das Beste, was es gibt. So. Sehr gut. Damit haben wir das nämlich jetzt alles zugepflastert. Default. Guck das aus. Zack. So. Das heißt ja jetzt, wenn wir jetzt diese U-Bahn-Station von hier nach dort verlegen... Verdammt, du willst mir jetzt nicht sagen, dass die hier nicht dran geht. Oh, du Arschloch. Moment. Das ist ja jetzt Kacke. Hier könnten wir sie vielleicht dran machen. Pass auf. Straße. Straße. Entschuldigung. Nee, können wir nicht. Fuck. Wird das hier oben gebraucht? Ja, aber die können auch unten rumfahren. Das ist eigentlich egal. Dann machen wir nämlich das hier neu.